Hallo Leute, hier ist wieder Füssen als Billy. Ja, heute ein Tischtest und ich habe eine ganz neue Konstruktion. Ich habe mir so ein Frühstückstischchen, was man für das Bett hat, habe ich mir gekauft. Und jetzt könnt ihr auch sehen, was ich hier immer so schön anrichte und esse. Auch für die Mukbangs, das ist doch gar nicht verkehrt, ne? Ihr könnt mich sehen. Und ihr könnt aber auch die Zutaten sehen. Aber erstmal, hier, diese Flasche habe ich mir aus Prag geholt. Die ist Gold wert. Schaut euch mal das an. Also, jetzt trinke ich dadurch viel, viel mehr. Dadurch, dass ich diese Flasche habe. Und da mache ich mir immer schön Minze rein, Zitronen, Wasser. Und hier habe ich auch noch so ein. Habe ich mir auch aus Prag geholt, so eine Glasstrohhalme. So, jetzt kann ich dadurch mal ein bisschen neutralisieren erstmal. Was haben wir hier Schönes? Wir haben neue Aufstriche von DM. Darauf bin ich am meisten gespannt. Geflügelsalat. Das ist toll. Und dann haben wir hier einmal gelbe Paprika Cashew. Und hier haben wir einmal Weinblätter. Alles von DM. Ah, für die Weinblätter brauche ich eine Gabel. So, die Gabel ist geholt. Dann fangen wir mal erstmal mit dem Geflügelsalat an. Ich schau mal nach, was alles so drauf ist. Ich brauche da auf jeden Fall eine Brille. Also, es ist so dunkel. Also, es ist Soja-Eiweißerzeugnis, Wasser, Sojamehl, teilentfettetes Sonnenblumenöl, was? Also Sojamehl ist teilentfettet. Und dann haben wir Mais, Ananas, Ananassaft, Zwiebeln, Rohrzucker und Ananassaftkonzentrat, Maisstärke, Branntweinessig, Meersalz, Sonnenblumenprotein, Curry, Koriander und Kurkuma. Und Senfmehl? Ja, und so weiter. Ihr könnt alles hier. Schaut euch, macht einen Screenshot. Chips. Da seht ihr, was alles noch drin ist. Was mich ja immer interessiert, wie viel Fett hat 14 Gramm pro 100 Gramm geht also. Und halt Kohlenhydrate 9,8 Gramm, davon Zucker 7 Gramm und Ballaststoffe 8,7 Gramm, das hört sich gut an. Und Eiweiß 5,5 Gramm und Salz 1,4 Gramm. Knack! Erstmal den Geruchstest. Sieht so aus. Also so nach Geruch. Gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt. Das riecht so nach irgendeinem Mehl. Wahrscheinlich Sojamehl. Aber das nehme ich jetzt erstmal ab. Okay, ist sehr stückig. Ist ja auch Geflügelsalat. Also soll Geflügelsalat darstellen. So sieht das Ganze aus. So. Also, ehrlich gesagt, hat das nicht viel mit Geflügelsalat zu tun. Aber von der Konsistenz, diese Kügelchen, die da drin sind, die haben auf jeden Fall die Konsistenz von Geflügelsalat, aber halt kleiner. Weil die so ein bisschen fester sind und ja, hat man das Gefühl davon. Als ob man auf Geflügel drauf beißt. Aber die Soße, die schmeckt nicht nach Geflügelsalat.
irgendwie das jetzt ein bisschen mayonnaisiger, wie richtiger Geflügelsalat ist, gemacht hätten, dann wäre das hingekommen. Also die Konsistenz auf jeden Fall. Ah, da sind, glaube ich, auch Erbsen drin. Konsistenz auf jeden Fall kommt dem Geflügelsalat voll ähnlich. Schmeckt so ein bisschen, als ob da wirklich Geflügel drin ist. Aber vegan. Also die Konsistenz ist wirklich gut hingekriegt. Wie Geflügelsalat. Also wie Geflügel. Aber vom Geschmack nicht so Geflügelsalatartig. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der Geschmack schlecht ist. Ne? Also er ist ein bisschen anders. Also anders als ich kenne. Aber so im Großen und Ganzen finde ich den gar nicht so schlecht. Und ja, auch dieses Mayonnaise, ich kann mich erinnern, Geflügelsalat war immer mayonnaisig und nicht gelb. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert. So, das nächste ist diese gelbe Paprika Cashew. Was haben wir da alles drin? Paprika, Gelb, Wasser, Cashew, Sonnenblumenkerne, Cashewkerne, Zucchini, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Zitronenschalenpaste, Rübenzucker, Senfmehl, Boxen, also ganz viele Gewürze noch. Ihr könnt euch mal das hier screenshotten. Und das hat Fett, 12 Gramm. Das hatte hier 14 Gramm, also ein bisschen weniger Fett. Dann hatte es gesättigte Fettsäuren hat das 1,6 und das hat nur 1,4. Kohlenhydrate 9 Gramm, 4,9 Gramm Zucker. Also es hatte hier 7 Gramm Zucker, das hat ein bisschen weniger Zucker. 4,7 Gramm Eiweiß und 1,3 Gramm Zucker. Auch der Salz, auch der Salzgehalt ist ein bisschen niedriger, dafür Protein ein bisschen höher, niedriger, bei dem war es höher. Es hat 168 Kalorien. Und das hier hat 205 Kalorien. Wow, das Doppelte. Ah ne, nicht das Doppelte. Es hat ja 168. Also so 30 Gramm weniger. Das sieht so aus. Und es riecht auch nach gelber Paprika. Und ist auch nicht so stückig oder so, sondern so fluffig. Bisschen so fluffig hier. Also ich mache die Sachen immer vorher im Kühlschrank, damit sie ein bisschen Geschmack haben. Sonst schmeckt mir das gar nicht. Ich glaube, das hätte ich hier nicht essen können. Es hätte mir gar nicht geschmeckt, wenn das nicht im Kühlschrank gewesen wäre. Nach gelber Paprika schmeckt es. Aber ehrlich gesagt ist es mir zu gar nichts. Schmeckt mir nicht so nach Aufstrich. Ich glaube, das werde ich eher für Nudeln oder so benutzen. Ich glaube, wenn das dann auch mit Hefeflocken und so vermischt, dann schmeckt es gut. Aber so im Aufstrich gefällt mir das nicht. Es hat auch ganz viel Luft drin, ne? Also das ist so wie Mousse irgendwie. Also das werde ich für Nudeln verwenden. Also als Aufstrich schmeckt mir das nicht, ehrlich gesagt. Dazu ist es mir zu... Schaut mal, das ist so ein bisschen flüssig, finde ich auch. Es ist nicht so fest. Hm.
Also das finde ich da schon besser als Aufstrich. So, und jetzt kommen hier die Weinblätter. Und was ich gut finde, ist, dass die im Glas sind. Das klingt aber schwer auf, weil in der Dose ist es ja nicht so gut. Und die sind auch als vegan deklariert. Oh, die sind aber ganz schön weich. Obwohl ich weich schon mag, ne? Also wenn es weich ist. Das heißt, es wurde gut gekocht. So. Und da ich das gerne mit Zitrone beträufelt esse, noch ein bisschen Zitrone drauf. Und da bin ich jetzt gespannt. Also ehrlich gesagt, die schmeckt mir sehr gut. Hatte ich bis jetzt noch nicht so gut da. Die sind schön cremig irgendwie auch. Weil der Reis, versuch mal eins ohne Zitrone. Der Reis hat gut gekocht. Versuch das mal auch kurz. Oh mein Gott. So. Und ihr das seht, wie das aussieht. Also ist es gut durch. Hat auch wenig Salz. Ja, also mir schmecken die ehrlich gesagt sehr gut. Kann ich sagen, besser? Also es ist auch Bio, man merkt es am Geschmack, dass es Bio ist. Doch, bis jetzt sind es ja eigentlich schon die besten, die ich gekauft habe, als die, die ich immer selber mache. Finde ich, sind das somit die besten vom Geschmacklichen. Also man merkt, dass es Bio sind. Sonst die, die ich immer geholt habe, waren nicht Bio. Sind aber jetzt auch nicht viel drin, für 2 Euro noch was. Sind es jetzt 2, 3, 4, 5 Stück. Aber ist auch ausreichend. Man muss sich ja nicht an Weinblättern satt essen. Sondern manchmal hat man so Lust drauf. Ich lese nochmal vor, was da alles drin ist. Ich vermisse das einfach manchmal. Wenn es bei DM gibt, dann cool, würde ich mal so sagen. Da sehe ich das nicht so gut. Hat 154 Kalorien, also 300 Kalorien, weil 200 Kalorien dann sind halt das Ganze. Und hat 8,0 Gramm Fett. Ja, da sind Weinblätter drin, Reis, Wasser und Olivenöl. Minze, Meersalz, Dill, also auch gut gewürzt. Ja, also ich würde sagen, das ist echt gut. Ja, wenn ich jetzt Noten vergeben sollte, ups, sind natürlich die Weinblätter bis jetzt das Beste von allen. Obwohl der Reis, finde ich, ist etwas zu durch. Hätte ruhig noch ein bisschen, ruhig ein bisschen weniger gekocht werden können. Weil das ist schon sehr, etwas zu matschig schon. Aber ist okay, also es geht. Die Weinblätter sind echt sehr zart. Also das hatte ich bis jetzt auch noch nie, dass sie so weiß sind. Bei mir sind die auch, wenn ich die selber koche, natürlich auch sehr weich. Weil ich die lange koche. Aber wenn ich die draußen gekauft habe, hatte ich das ehrlich gesagt nicht. Und damit das Ganze ein bisschen Geschmack hat, muss man auf jeden Fall ein bisschen Zitrone träufeln. Ohne würde ich das nicht essen. Okay, Leute, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Habt ihr die Produkte schon mal probiert von DM? Wenn ja, lasst auch einen Kommentar darunter, wie ihr die fandet.
Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich als nächstes vegan Tees testen könnte. Dann würde ich mich darüber freuen. Und ansonsten, ja, Abo nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.